Wir starten mit einem Referat vom Falk zum Thema. Ich werde dann noch 5 Minuten kleine Stellungnahme zu unserem Vorgehen zum Open Business Hub Swisscom-seitig machen. Dann haben wir eine kurze Podiumsdiskussion, wo wir beide diskutieren. Dann haben wir die Q&A-Session nochmal 10 Minuten und dann gibt es eine kurze Verabschiedung. So, das soll gegen 9:50 Uhr hier dann auch wieder fertig sein wollen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir starten direkt und Falk, ich würde gerne dir das Wort geben. Bitte sehr. Danke, Robert. Ja, dann freue ich mich, heute bei der Premiere dabei zu sein und über das spannende Thema Open Banking, Open Finance zu diskutieren, dann auch nachher mit dir zu diskutieren. Ihr habt eine ganze Reihe von Fragen, die uns auch in der Bank beschäftigen, die uns sicherlich im Finanzplatz beschäftigen. Und ich möchte ein paar Überlegungen jetzt so in den eben, ungefähr nächsten 15 Minuten mit Ihnen, mit dir teilen. Wenn wir Anfang aus Sicht der St. Galler Kantonalbank uns mit dem Thema Open Finance, Open Banking auseinandersetzen, dann sind für uns so ganz einfach eigentlich zwei übergeordnete Grundphilosophien, die uns so in der ganzen Digitalisierung begleitet haben über die letzten Jahre und weiterhin begleiten. Das eine ist das ganze Thema Hybrid. Wie schaffen wir es, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, dass er selber entscheiden kann, wie, wo, wann, warum er mit uns als Bank über welche Kanäle in Verbindung tritt und auch die Chance hat, eben zwischen digital und analog zu wechseln. Das ist die eine Seite. Und die andere Grundphilosophie ist, und darum geht es heute, ich nenne das bei uns immer in der Bank dual. Open Banking ist, glaube ich, der bessere Begriff. Nämlich einerseits unsere Grundüberzeugung, dass wir als St. Galler Kantonalbank weiterhin eine wichtige Kundenschnittstelle direkt zum Kunden bereitstellen wollen, auch eine attraktive, auf der anderen Seite uns aber öffnen müssen. Und die Frage ist natürlich immer in dem Zusammenhang, wie und wann und mit welchen Anwendungsfällen öffnet man sich. Und insofern würde ich eigentlich gerne jetzt so auf zwei Ebenen eingehen. Ich würde ein Stück weit so die strategische Ebene ein bisschen beleuchten. Über die letzten Jahre, wo wir uns Gedanken gemacht haben, warum wir vielleicht auch bestimmte Entscheide getroffen haben und was so die Erfahrungen daraus sind. Und dann etwas tiefer so die architektonische Sicht beleuchten, weil ich glaube, die hat auch eine gewisse Bedeutung und Relevanz in dem ganzen Thema Open Banking, Open Finance. Jetzt fangen wir vielleicht da auf der strategischen Seite an. Dort ist es so, dass wir bei uns in der Bank eigentlich zwischen zwei Gruppen unterscheiden. Das eine sind die Gruppe von Geschäftskunden, institutionellen Kunden, externen Vermögensverwaltern etc., wo wir überzeugt sind. Die Hypothese haben wir vor ein paar Jahren mal formuliert und ich glaube, sie gilt für uns heute immer noch so, wo wir überzeugt sind, dass diejenigen eigentlich über Branchenlösungen verfügen, also zum Beispiel Online-Buchhaltungslösungen, Portfolio-Management-Systeme etc., auf denen sie ihren Alltag bestreiten, auf denen sie arbeiten. Und die Banksysteme, das heißt klassisches SEC-Banking, kommt eigentlich danach. Und ihr Interesse, das heißt von den KMUs und EVVs, ist eher zu sagen, wie schaffen es denn Banken, sich möglichst effizient, nahtlos zu integrieren, eben in diese Drittsysteme zu öffnen und eigentlich dafür zu sorgen, dass ich vielleicht als externer Vermögensverwalter eben nicht nochmal ins E-Banking gehen muss, um einen Wertschriftenauftrag zu erfassen oder eben, wenn ich als KMU in einem Online-Buchhaltungssystem unterwegs bin, dann nochmal einen Zahlungsauftrag zu erfassen. Und insofern ist quasi unsere Grundüberzeugung, dass es sowieso in die Richtung gehen wird, dass man sich als Bank, gerade wenn es um den Teil Geschäftskunden, Instis und so weiter und so fort geht, nach außen hin öffnen sollte und praktisch bestmöglich eigentlich in solche fremde Benutzeroberflächen zu integrieren. Im Bewusstsein, dass es natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht für die eigene Kundenschnittstelle vielleicht in der direkten Benutzerinteraktion eine Stufe zurückgestellt ist. Das ist so die eine Seite. Und da haben wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Anwendungsfällen auch operativ umgesetzt, komme ich gleich darauf zu sprechen. Und der zweite Fall, ich glaube, der beschäftigt uns als Bank, aber auch als Finanzplatz in den nächsten Jahren,
ist das ganze Thema Privatkunden. Wann und wie öffnen sich Banken, öffnen sich Fintechs etc. Im Zusammenhang von Privatkunden? Warum? Weil auch die haben, und da ist jetzt meine persönliche Überzeugung und Überlegung, auch das Bedürfnis, dass ihre Konto, verschiedenen Kontostände, verschiedenen Vermögenssituationen etc. möglichst vielleicht an einem Ort aggregieren können, vielleicht in einer Benutzerfläche, Oberfläche integrieren können, verfügen aber anders als wie die KMUs und Instis etc. nicht über eine spezifische Branchenlösung. Und dort, oder, ist zum Beispiel von uns als St. Galler Kantonalbank, aber ich glaube, das gilt für andere auch, eher natürlich der Anspruch, da möglichst selber aggregieren zu wollen. Aber nichtsdestotrotz, auch in dem Themenfeld kommt man dann nicht umhin, in den nächsten Jahren sich zu öffnen, weil ich bin auch überzeugt, man kann nicht selber aggregieren, ohne sich öffnen zu können und respektive auch zu wollen. Aber strategisch gesehen ein viel, viel herausforderndes Themenfeld aus meiner Sicht als eben in dem ersten, wo es um KMUs und Instis geht. Jetzt, was haben wir in den letzten Jahren gemacht? Eben, wir haben uns vor allen Dingen mit dem ersten Feld auseinandergesetzt. Wir haben vor 3-4 Jahren haben wir die ersten Online-Buchhaltungslösungen bei uns an die Bank angebunden. Damals war das noch nicht möglich über eine wirklich standardisierte API-Plattform. Sowas gab es damals noch nicht. Deswegen haben wir einen bankspezifischen API-Zugang damals bereitgestellt. Und haben eigentlich festgestellt, dass es einerseits gewisse Synergievorteile dann schon gibt, auf der anderen Seite ist aber auch für die Drittunternehmen durchaus mühsamer ist, als wenn es einen einheitlichen Standard in der Schweiz gäbe, weil eben sie sich ja dann zu unterschiedlichen Banken wiederum individuell konnektieren müssen. Und wo wir auch festgestellt haben in dem ganzen Zuge, das gilt nicht nur für den Anwendungsfall, sondern generell, wenn man sich nach außen hin öffnet, dann ist es anders als wie wenn ich ein E-Banking bereitstelle, wo ich einen Lieferant habe, wo ich selber eigentlich so die ganze Kette beherrschen kann, ein Stück weit auch dafür verantwortlich dann bin, dass es läuft, dass es ja hier natürlich mehrere Parteien gibt, die zwar eine Partnerschaft eingegangen sind und vielleicht zukünftig auch noch weitere eingehen werden. Aber wenn es zu Betriebsunterbrüchen kommt, dann ist es nicht nur so, dass es auf den Drittanbieter zurückschlägt, sondern eben auch auf die Bank. Und reputationsmäßig betrifft es dann beide. Gleichzeitig ist es beispielsweise auch anspruchsvoller, überhaupt transparent zu machen, wann man welche Releases fährt, damit ganz, ganz operatives Beispiel, Testsysteme zur Verfügung stehen etc. Und das muss man sich eigentlich klar sein, wenn man sich nach außen hin öffnet, gerade über solche bankspezifischen APIs, dass das eine ganze Reihe von Aufwand mit sich bringt. Und insofern war für uns eigentlich dann klar, und jetzt komme ich dann langsam vielleicht auch ein Stück weit so auf die architektonische Ebene unten, dass bei dem nächsten Anwendungsfall das eigentlich nicht mehr funktioniert, sondern wenn wir den nächsten Anwendungsfall uns anschauen, dann es müsste man eigentlich als St. Galler Kantonalbank bestrebt sein, entweder bei einem Standard mitzumachen oder mitzuhelfen, diesen Standard zu entwickeln. Und für uns ist klar geworden und gewesen vor so zweieinhalb Jahren ungefähr, knapp 3 jetzt mittlerweile, wo wir auch uns wirklich nochmal mit dem Thema Open Banking Strategie auseinandergesetzt haben, eine Plattform, um sich als Bank zu öffnen nach außen, die braucht es. Aber eine Plattform ohne Anwendungsfall, das bringt per se noch nicht viel. Das heißt, es braucht eigentlich so diesen ersten Anwendungsfall. Und dort sind wir intern bei uns auf das Thema externer Vermögensverwalter, Portfolio-Management-Systeme gestoßen, wo wir einerseits tatsächlich einen Bedarf gehabt haben, als Bank was tun zu müssen an den Schnittstellen. Andererseits haben wir gemerkt, auch nach einer Marktstudie, die wir da durchgeführt haben, dass es einen Bedarf insgesamt gibt. Und dort haben wir dann eigentlich angefangen, eben im zweiten Halbjahr 2019 zu versuchen, einen Standard zu entwickeln. Ich habe es gerade schon gesagt, weil unsere Grundüberzeugung ist, dass es nachhaltig auch nur funktioniert, wenn man wirklich einen Standardmarkt etabliert. Das schützt auch unsere Investitionen mehr oder weniger in bestimmte Schnittstellen oder API-Zugänge. Und was uns auch klar war, ist,
dass es nicht wirklich realistisch ist, wenn das eine St. Galler Kantonalbank alleine tut und sagt, wir haben jetzt einen Standard entwickelt, der würde wahrscheinlich nicht aufgenommen werden, sondern wir haben uns mit jemandem unabhängig zusammengetan, damals eben mit der Synpuls, und haben gesagt, es muss doch möglich sein, dann, dass die St. Galler Kantonalbank zwar am Anfang investiert, durchaus auch einen Anschub gibt. Wir sind ja jetzt auch dann im Oktober live gegangen mit den ersten Schnittstellen produktiv, eben als Pilot zu fungieren. Aber wenn, dann muss es ein unabhängiges Konstrukt sein und werden, wo dann auch unsere Konkurrenten, also das heißt andere Banken, mehr oder weniger mitentwickeln, wenn es um die weiteren Anwendungsfälle in diesem Open Wealth Kontext geht. Und da, wo man hier eingeblendet sieht, ist eigentlich so ein Stück weit so die Wachstumsstory da dahinter. Ich bin durchaus sehr, sehr happy mit dem, wie es bis jetzt gelaufen ist, in der Form, dass man eigentlich sieht, dass wirklich scheinbar ein Bedarf da ist. Viele Portfolio-Management-Systeme haben sich in diesem Open Wealth-Verein mit angeschlossen. Viele Banken haben sich mittlerweile angeschlossen. Es werden sicherlich auch weitere dann über die nächsten Monate noch dazukommen. Und man sieht eigentlich, dass da, wo im Open Banking funktionieren kann, ist, wenn man sich wirklich eigentlich öffnet, ohne darauf zu bestehen, ich bin eigentlich selber der Orchestrator und Aggregator. Das funktioniert aus meiner Sicht jetzt gerade in dem Umfeld nicht. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, wie machen wir das? Für uns war relativ früh strategisch klar, dass wir eine Bank in unserer Größenordnung, es nicht sinnvoll ist, ein eigenes API-Gateway bereitzustellen, eine eigene API-Plattform zu implementieren etc., sondern dass wir auf ein Standardangebot zurückkommen wollen. Und eine unserer Überlegungen in dem Zusammenhang ist, wenn man schon so auf so ein SaaS-Angebot, auf so eine Standardplattform setzt, dann muss es uns eigentlich auch gelingen, zumindest die Basis zu schaffen, dass ähnlich gelagerte Banken wie uns auch so einen Weg finden. Weil ich glaube, das ist eigentlich auch dann das Potenzial für weiterführende Synergien. Deswegen unter anderem auch der Entscheid mit euch damals dann die Umsetzung zu machen und auf den Swisscom Open Business Hub zu setzen. Dann haben wir uns gefragt, ist es richtig eigentlich nach außen hin Portfolio-Management-Systeme an den OBH anzuschließen? Trotzdem sind wir zum Schluss gekommen, nein. Auch wenn ihr das vielleicht gerne gehabt hättet. Sondern da war unsere Überlegung wiederum, ich glaube, das passt eben auch in das ganze Thema Open Banking rein. Wo und in welcher Form gibt es denn eigentlich Möglichkeiten, dass solche Schnittstellen auch wirklich dann akzeptiert werden? Und da haben wir uns eigentlich darauf ausgerichtet, auf die auch Banken, die ein großes EVV-Geschäft haben. Das sind unter anderem auch Banken, die sicherlich über eigene API-Gateways verfügen. Und so ist es dazu gekommen, dass für uns eigentlich dann klar war, dass der Weg über die SIX mit B-Link eigentlich der richtige ist, um ganz nach außen zu den Portfolio-Management-Systemen anzubinden. Und ich glaube, da sieht man eben auch ganz gut, und das funktioniert aus meiner Sicht jetzt auch hervorragend, aber da sieht man jetzt auch ganz gut, dass Open Banking nicht nur bedeutet, dass man sich als Bank durchaus auch mit Konkurrenten alinieren muss, eben auf gleiche Standards zu setzen, sondern dass auch die Plattformanbieter miteinander zusammenarbeiten sollten und müssen dafür, dass es dann wirklich ein schlagkräftiges und nachhaltig sinnvolles Ökosystem in diesem Open Banking Kontext entsteht. Da vielleicht so als erste Überlegung unsererseits dazu. Gut, vielen Dank erstmal. Wir sind perfekt in der Zeit und ich denke, wir springen gerade weiter. Vielleicht darf ich das ergänzen, um ein, zwei auch Überlegungen aus der Swisscom-Perspektive. Wir haben schon einen Teil gerade ein bisschen gehört aus eurer Sicht. Und wenn ich hier vielleicht kurz nochmal die Historie aufzeigen darf, dann kann ich sagen, wir waren relativ früh bei diesem Thema dran. Es hieß bei uns initial nicht Open Business Hub, sondern Open Banking Hub, startete 2017 und war damals eigentlich als relativ triviale Sammlung von Konnektoren mit einer Workflow Engine dahinter gedacht, mit einem Messaging System, eigentlich in der Möglichkeit damals noch zu sagen, wir sind in der Lage, in kürzerer Zeit in den Bedürfnissen einer Bank
Drittsysteme, Fremdfirmen, andere Partner schneller anzubinden. So ein bisschen so der Nukleus der heutigen Idee, aber es hat sich deutlich weiterentwickelt. Wie immer hat es länger gedauert, als wir dachten, aber so den nächsten größeren Schritt haben wir 2020 gemacht. Wir haben damals die Transformation eigentlich zum Open Business Hub gemacht. Tatsächlich dann mit der Überlegung, dass es Ökosysteme obendrauf braucht. Es braucht potente Lösungen sozusagen, weil du vorher auch gesagt hast, keine Bank wird sich einen Business Hub, von wem auch immer der ist, anziehen, den integrieren, ohne dass ein konkreter Business-Nutzen dabei entsteht. Und insofern war klar, es wird elementar sein, ein reiches Universum von Lösungen oder Ökosystem, wie wir so gerne sagen, zur Verfügung zu stellen und das für die Kunden nutzbar zu machen. Und diese Idee wurde dann auch mit der Namensänderung bei uns weiter vorangetrieben. Und 21 sind wir so weit, dass wir sagen, wir wollen diese Idee auch ausdehnen auf andere Branchen. Also die Versicherungsbranche ist sicherlich eine, die naheliegend ist, weil die sehr ähnliche Bedürfnisse hat. Aber wir sehen auch im Health zum Beispiel und im E-Health Ansatzpunkte, wo man einen solchen Business Hub mit vergleichbarer Technologie ebenso nutzen kann. Das sind also so ein bisschen die Ausgangsstufen. Wenn wir jetzt eine Ebene tiefer gehen und uns das nochmal angucken, dann denken wir heute eigentlich in drei Komponenten, wenn wir von einem Business Hub sprechen. Wir reden von Connect, wir reden von Commune und wir reden von Convert. Connect ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Im Connect sozusagen stellen wir sicher, dass wir Konnektoren haben ins Internet, dass die Security sauber gelöst ist. Dort ist das Messaging-System hinterlegt. Wir nutzen Technologien heute, die standardisiert sind, APG, Google zum Beispiel, für die entsprechende Internetanwendung auf eine sichere Art und Weise. Und über diesen Connect sozusagen binden wir dann die Lösungen für den Kunden an. Also sei es eine Credex zum Beispiel, über die wir reden, oder ein Buchungssystem, um ein ganz triviales Beispiel zu benennen. Diese Lösungen via dem Connect haben dann allenfalls schon selber die Möglichkeit, an ein Kernbankensystem anzudocken. Oder wir benötigen weitere Komponente und das ist hier dargestellt, das Convert. Das Convert ist dann in der Lage, sozusagen, wenn es denn notwendig ist, entweder Zusatzdienstleistungen, wie zum Beispiel der Financial Messaging Service Büro Komponenten zu liefern, E-Billing Komponenten, wenn sie notwendig sind, oder auch einfach Konvertierungen und Anbindungen ans Kernbankensystem zu ermöglichen. Und neueren Datums in unserer Überlegung ist die dritte Komponente, nämlich die Commune-Komponente, wo wir viel darüber nachgedacht haben in den letzten 2 Jahren, auch mit dem Aufkommen von neuen Hubs wie B-Link jetzt natürlich. Du hast es erwähnt, ja, ein klarer Entscheid von eurer Seite strategisch auf SIX zu setzen, auch dank ihrer Positionierung und Verbreitung, war für uns die Frage, ist es denn sinnvoll, einen Hub mit einem anderen Hub zu verbinden? Und natürlich überlegt man sich erstmal, ja, aber was ist unser Alleinstellungsmerkmal und so weiter. Und wir sind relativ schnell zum Schluss gekommen, dass das die völlig falsche Überlegung ist. Die Überlegung muss aus Sicht des Kunden getrieben sein. Und der Kunde hat dann einen Vorteil, wenn das Ökosystem, also die Erreichbarkeit, in kurzer Zeit, guter Qualität, günstige Kosten eines großen Universums an möglichen Lösungen, Partnern, Startups und so weiter. Wenn dieses Ökosystem groß ist und wir können natürlich ein eigenes Ökosystem aufbauen, vielleicht schaffen wir es, 20 gute Lösungen in einem Jahr hinzubekommen, vielleicht sind es auch nur 10. Wenn wir uns aber connecten mit anderen Hubs, dann können wir Faktor 2 oder 3 in einem Schlag erreichen. Und mit dieser Überlegung war sonnenklar, wir müssen via der dritten Komponente Commune andere Hubs anbinden. Und wir waren, das darf ich vielleicht mit ein bisschen Stolz auch sagen, die ersten, die praktisch B-Link dann integriert haben und sind damit in der Lage, die Lösungen für unsere Kunden zu multiplizieren. Das war eigentlich die Grundüberlegung dahinter. Ja, das vielleicht mal ganz kurz zu unseren Überlegungen.
Wir sind heute live, wir reden nun mit Kunden, wir haben erste Kunden gewonnen oder sind am Offerieren gerade. Also für uns gewinnt dieses Thema nun auch an Fahrt und wir achten es als wirklich eine sehr strategische Komponente. Ja, ich denke, wir gehen in die nächste Phase und wir hätten jetzt uns Zeit genommen, circa 10 Minuten für eine kleine Diskussion zwischen uns und ich würde die Situation gerade nutzen und mit der ersten Frage losschießen, wenn ich das darf. Dann starten wir. Gut. Ich kann mir vorstellen, dass für euch die Frage natürlich ist, wer ist der richtige Partner? Es gibt jetzt Hubs sozusagen, der Swisscom, es gibt die B-Link, die Sixes in Play. Es gibt andere Unternehmen, die kraftvoll, potent und gut sind, eine Inventix, eine Finova, die eigene Hubs haben. Was sind eure Anforderungen an einen Hub und an den Provider und welche Strategie fahrt ihr ob diesem Sammelsurium an verschiedenen Anbietern? Also wir haben uns ja tatsächlich sehr, sehr intensiv mit dem auseinandergesetzt im 2020 eigentlich, bevor wir dann den Entscheid getroffen haben. Hat sicherlich ganz viele verschiedene Kriterien, vielleicht um auf ein paar einzugehen. Das eine, was uns wichtig ist, da trifft im Übrigen nicht nur auf euch zu, auf andere auch, dass man wirklich innerhalb eigentlich der API-Plattform, und das ist für mich so ein Kernstück von so einem Hub, die neueste Technologie einsetzt und ein Stück weit auch dafür sorgt, oder, dass die Technologieerneuerung dann auch fortlaufend stattfindet. Du hast erwähnt, oder, ihr setzt jetzt neu auf Google Apigee als API-Gateway-Komponente innerhalb vom Hub. Das ist für uns entscheidend. Ein zweiter Punkt, den habe ich vor uns schon ein bisschen erwähnt, auch entscheidend ist, die Möglichkeit oder zumindest die Chance, dass sich ähnlich gelagerte Banken wie wir auch für so einen Weg entscheiden. Weil ich glaube, es gibt immer noch so zwei Ebenen in so einem, du hast Ökosystem genannt oder Open Finance Umfeld. Das eine ist, sich zu eine API-Plattform als Bank zu implementieren und damit an einen Hub anzuschließen, wo die Chance hat, direkt eigentlich Banken vielleicht miteinander zu verbinden, die ähnliche Fragestellungen, ähnliche Herausforderungen, ähnliche Probleme haben und damit auch ein Stück weit auch direkt attraktiv zu werden für bestimmte Fintech-Lösungen, weil die sich dann eben auch mehr oder weniger dann zu mehreren Banken konnektieren können. Das ist so die eine Logik und damit auch ein weiteres Kriterium so für den Entscheid. Und das Zweite ist, da glaube ich eben auch zum Schluss, oder? Ich will nicht sagen, es ist egal, zu welchem Partner sich initial verbindet, aber es ist klar, dass es nicht bei dem einen bleiben wird, sondern dass eben die ganzen verschiedenen Hubs grundsätzlich eigentlich, da glaube ich eigentlich in der Schweiz dran, miteinander verbinden werden. Sodass ich mich zwar für einen direkten Zugang entscheide, aber indirekt mehr oder weniger Zugang zu den ganz verschiedenen Lösungen in der Schweiz bekommen. Und da relativiert dann vielleicht auch wieder den Entscheid. Das ist quasi eigentlich die zweite Bemerkung. Und die dritte Bemerkung ist, da wo für uns damals entscheidend gewesen ist, eigentlich alles aus einer Hand zu beziehen, inklusive eigentlich der ganzen Integrationskompetenz. Weil da, wo zum Schluss auch Geld kostet, ist ja nicht nur der Betrieb von so einer API-Plattform, sondern eigentlich die bankindividuelle Integration in unser Kernsystem oder eben weitere Umsysteme bei uns. Und da hatten wir eine lange Erfahrung miteinander, lange Beziehung und davon haben wir profitiert. Vielleicht okay. So eine dritte Überlegung. Okay. Dann könnte ich aber so formulieren, dass eine Anforderung an euren Hub-Provider, euren initialen Hub-Provider ist, erstens Top-Technologieeinsatz, fast selbstverständlich, aber zweitens auch wirklich eine klare strategische Verankerung des Hub-to-Hub-Konzepts. Er muss andere Hubs anbinden. Genau. Und deswegen haben wir ja damals tatsächlich die Diskussion geführt im externen Vermögensverwaltung-Kontext, wie machen wir es jetzt? Und haben uns ja dann eben wirklich Richtung B-Link orientiert, auch als Blaupause für Weiteres. Jetzt, wenn man in die Zukunft schaut, oder? Glaube ich, gibt so drei Möglichkeiten, wie man jetzt da profitieren kann. Das eine ist,
dass ihr jetzt dann direkt Fintech-Lösungen anbindet, etc. an euren Hub, wo wir dann direkt profitieren. Das zweite ist, dass eben innerhalb von anderen Hubs Use Cases entstehen, wie jetzt dass der Open Wealth Use Case beispielsweise oder eben dass mehrere Use Cases ausgebaut werden. Da machen wir dieses Jahr zum Beispiel, implementieren wir jetzt dann die Order-Schnittstelle und darüber vielleicht auch noch andere Use Cases kommen und wir dann davon profitieren als SGAB. Und der dritte, der ist sicherlich noch spannend, da sind wir aber relativ jungfräulich noch unterwegs. Wo und in welcher Form kann man sich dann mit eigenen Dienstleistungen nach außen hin öffnen und die bereitstellen? Mhm. Das ist vielleicht noch der dritte Anwendungsfall. Ja. Das ist ein spannendes Thema, weil wir sagen ja ganz klar, die Reichhaltigkeit dieses Ökosystems muss maximiert werden. Das haben wir mehrfach schon gesagt. Und eine spannende Frage ist natürlich, sind Banken bereit, ich sag mal, eigene Lösungen, die sie selber erarbeitet haben oder die sie vielleicht mit Partnern entwickelt haben, selber sozusagen in diesem Ökosystem nutzbar für andere Player zu machen? Und ich habe etwas Respekt vor dieser Frage, weil man natürlich, ich sag mal, vielleicht ein kompetitives Alleinstellungsmerkmal abgibt. Und vielleicht auch nicht steuern kann, wer ist denn dann der andere, der das auch bezieht? Ist es eine Bank, die, ich sag mal, am anderen Ende der Schweiz so für mich keine Konkurrenz darstellt, oder ist es eine Bank, die am anderen Ende sozusagen der gleichen Stadt aktiv ist? Wie beurteilst du das? Also ich glaube wahrscheinlich, auf die letzte Frage einzugehen und dann auf die erste. Ich glaube schon, dass man gerade in der nächsten, das wird ja so eine schrittweise Ausbreitung sein, da schon aktiver steuert als Bank und nicht dann überrascht ist, am nächsten Morgen, wer vielleicht die eigene Lösung braucht, ob das jetzt irgendwo in deiner Terminologie eine ganz ferne oder ganz nahe Bank ist. Ich glaube, das wird man gerade in der Übergangsphase, wird man das schon aktiver steuern. Insofern ist es vielleicht noch nicht das ganze Open Banking, mhm, sondern so eine Art gesteuertes Open Banking. Jetzt aber zurück auf die Kernfrage, wären wir bereit dazu? Ich glaube, wir wären schon bereit dazu. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Lösungen, die wir jetzt für uns entwickelt haben, die wir bei uns in digitalen Kanälen anbieten, wo wir durchaus anderen bereitstellen würden. Wir haben auch ein paar Gespräche dazu geführt. Es ist eigentlich bis jetzt nie dazu gekommen. Und ich glaube, das hat ein paar Gründe. Und die sind weniger darin zu suchen, Bereitschaft ja, nein, sondern ganz profane, dass wir, nehmen wir mal eine Lösung heraus, den Hashcash, weil wir da quasi irgendwo schon vor 3 Jahren gemacht haben, wären wir durchaus bereit dazu. Aber das ist damals gar nicht so entwickelt worden, sondern das ist ja eine individuelle Lösung für uns entwickelt worden. Und da, bevor man quasi eigentlich sowas anbietet, braucht es eine gewisse Produktisierung. Mhm. Die zweite Frage da drin ist auch nicht eben ob oder nicht ob, sondern was habe ich für eine Rolle als Bank? Fühle ich mich denn als Software-Provider? Will ich das überhaupt sein? Oder ist es eher so, und das ist jetzt so unsere Überlegung auch in den Denk-3A-Lösungen jetzt, die wir zum Beispiel mit der Luzerner und mit der Ergon gemacht haben, dass man sagt, man findet sich zwar als Banken zusammen, vielleicht auch als Pilotbank, hat aber einen Software-Provider dabei, der eigentlich ein Stück weit das dann produktisiert. Und da wäre natürlich dann spannend, da vielleicht an so einen Hub anzuschließen, um damit schlussendlich, und das ist ja die letzte Konsequenz, Integrationskosten zu senken und Time-to-Market zu verbessern als beziehende Bank. Okay. Ich würde gerne an der Stelle schon mal die erste Frage aus dem Publikum einfließen lassen, die mittlerweile gekommen ist, und zwar die Frage, ob bei der St. Galler Kantonalbanken bereits weitere Anbindungen von Fintechs über dem OBH oder demnach auch vielleicht über B-Link schon angedacht sind. Also wir haben ja bis jetzt tatsächlich eben so die zwei Anwendungsstränge. Das eine ist Online-Buchhaltungslösung. Da reden wir immer mal wieder. Und sind da offen dafür, quasi weitere anzubinden. Das zweite ist, da wo wir uns jetzt derzeit auch wirklich drauf konzentrieren, ist die Portfolio-Management-Systeme wirklich in diesem Open-Wealth-Kontext anzubinden und möglichst viele davon. Ich glaube, davon lebt dann überhaupt der Nutzen. Aber die Frage geht wahrscheinlich stärker in die Richtung, was kommt jetzt dann als drittes oder viertes Anwendungsfeld.
Und dort gibt es gerade jetzt die Woche noch keine Überlegungen dazu, wo man sagt, da haben wir jetzt derzeit direkt in der Pipeline. Offen wäre ich für verschiedene Sachen. Wir hatten uns im letzten Herbst hatten wir uns mal eine Lösung angeschaut oder einen Anwendungsfall, wo jetzt individuell gewesen wäre, aber für mehrere Banken bereit gewesen wäre, auch über den OBH anzubinden, haben uns aber aus fachlicher oder Business-Überlegung dagegen entschieden, überhaupt so ein Angebot für unsere Kunden zu lancieren. Das kommt vielleicht dann später. Offen wären wir, wie gesagt, derzeit gibt es jetzt keine unmittelbaren Diskussionen, aber ich warte eigentlich wirklich immer noch auf den Fall, um zu zeigen, dass es nicht nur einen neuen Standard braucht, wie so im Open Wealth Kontext, sondern dass sich's auch lohnt, eine Fintech-Lösung über einen OBH zu integrieren in die SKB und dann vielleicht über die eigene Kundenschnittstelle den Kunden anzubieten. Da fände ich eigentlich sehr spannend und wäre da extrem offen dafür, sowas zu tun. Das führt uns so ein bisschen zur zweiten Frage und das muss jemand sein, der dich persönlich kennt, weil er duzt dich. Okay. Hat sich der Invest der St. Galler Kantonalbank schon gerechnet? Das heißt, wann erwartest du einen Break-Even? Ich glaube, das muss man wiederum nach Anwendungsfall anschauen. Im EVV-Kontext jetzt, oder, hat er sich natürlich noch nicht gerechnet. Der Grund ist ganz einfach. Wir sind im Oktober, haben wir die Plattform live gesetzt. Das ist mehr oder weniger überhaupt die Fähigkeit, da nach außen hin und über OBH und B-Link Portfolio-Management-Systeme anzubinden. Jetzt sind die ersten zwei, haben sich jetzt quasi angebunden. Jetzt ist man gerade in der Phase, dass die ersten externen Vermögensverwalter beginnen, darauf zu arbeiten. Das heißt eigentlich noch in so einer Art Beobachtungs-, Friends and Family-Stabilisierungsphase, wobei eben Stabilität ist derzeit hervorragend. Und dann soll eigentlich der Push kommen. Also insofern kann sich das noch gar nicht gerechnet haben. Ich gehe aber davon aus, dass alleine auch im EVV-Kontext sich das über die nächsten Jahre rechnen wird, oder? Weil wir für uns, das muss jede Bank anders beurteilen, die Opportunitätskosten dagegen gerechnet haben, um mal ein Beispiel zu nennen, wir brauchen eine eigene Orderschnittstelle, jetzt hätten wir sowieso investieren müssen. Und jetzt haben wir quasi in die Richtung investiert. Und vor dem Hintergrund ist eher Bewahrung und auch die Möglichkeit, im EVV-Kontext zu wachsen, wo sich aus meiner Sicht alleine die Plattform lohnt. Aber nur deswegen haben wir sie nicht gemacht, oder? Sondern es bräuchte dann weitere Use Cases. Deswegen auch noch die letzte Bemerkung zu dem. Für mich ist es nicht nur ein Investitionscase, wo man sagt, in zwei Jahren muss man einen positiven ROI haben. Ich habe es gerade an dem EVV-Kontext ausgeführt, dass das wahrscheinlich der Fall sein wird, sondern es ist für mich eigentlich auch wirklich eine strategische Fähigkeit als Bank, wo ich überzeugt bin, die braucht's in den nächsten Jahren. Und insofern ist es wie eine Basiskomponente, die du einfach haben musst. Und dann stellt sich auch nicht die Frage, wie und in welcher Form, bis wann oder über welchen Use Case brauchst du einen positiven ROI. Ja. Wir haben noch zwei Fragen in der Pipeline. Eine hast du so ein bisschen angetriggert schon. Du hast mal von einem Hybridansatz gesprochen und natürlich auch diesem zweischneidigen Schwert. Das heißt, wenn man sozusagen Multibanking-Anbieter, ich formuliere es mal, werden will, muss man auch Multibanking Funktionalität für andere Banken anbieten, ne? Und andere Player. Also wer Öffnung nutzen will, muss auch Öffnung anbieten. Wie schaut der Fahrplan, eine Strategie bei euch in dieser Richtung aus? Und die Frage, die ganz konkret war, braucht es vielleicht eine PSD2 Gesetzgebung in der Schweiz? Also selbstverständlich kann man argumentieren, wenn man das regulatorisch vorschreibt, muss ja jeder und dann stellt sich gar nicht mehr die Frage des Obs, die stellt sich aus meiner Sicht nachhaltig sowieso nicht und auch nicht die Frage des Wanns, oder? Weil die ist dann vorgegeben. Im Umkehrschluss bin ich aber nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Warum? Weil da, wo man jetzt dann im Ausland sieht, dass natürlich trotzdem, trotz Regulatorik, eigentlich ein Wildwuchs passiert, wie die technischen Implementationen stattfinden und eigentlich so der effektive Nutzen sich wirklich eigentlich gar nicht einstellt. Deswegen glaube ich felsenfest und stärker an den marktgetriebenen Ansatz.
Der ist aber anspruchsvoller. Warum, oder? Du hast gerade ein bisschen angedeutet, weil sich natürlich jede Bank überlegen muss, wann vollziehe ich das, wie vollziehe ich das, etc. Ich mag jetzt, werde ich jetzt für uns jetzt als SKB formulieren, wahrscheinlich andere Banken formulieren das ähnlich. Gerade im Umfeld Privatkunden, oder, hat man natürlich schon noch auch die Idee, selber eigentlich so Oberflächen anzubieten. Mag das im Daily Banking sein oder mag das in der digital unterstützten Kundenberatung sein, wo es ja auch dann darum geht, die Vermögenssituation zu aggregieren. Und insofern geht es um das Anziehen von Informationen, um das Bereitstellen attraktiver eigener Oberflächen. Aber das möchte dann eigentlich jeder. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, wie öffnet man sich? Insofern habe ich tatsächlich keinen Fahrplan, wo ich sage, so sieht es definitiv aus. Es gibt ja jetzt Vereinigungen wie das SFTI, die sich mit dem tatsächlich auseinandersetzt. Wir sind auch dabei, um eigentlich ein Stück weit zu skizzieren, was könnten so die ersten auch Multibanking-Use-Cases sein, wo man vielleicht sich auch schrittweise dem Thema annähert. Was sind vielleicht ein erster Pilotfall, den man macht, um sich dem Thema zu nähern? Was sind vielleicht auch ein paar Rahmenbedingungen, die man sich selber auferlegt, um es für alle einfacher zu machen? Das ist mal das eine, wo wir mit involviert sind und uns beteiligen. Und auf das andere, ich glaube, jede Bank, wir auch, müssen uns wieder darauf vorbereiten, was ist für uns so der Triggerpunkt, wann man das tut, was muss an Voraussetzungen gegeben sein und wann beginnt man eigentlich zu investieren in eigene Oberflächen. Weil ich glaube, der letzte Schritt, oder, der Öffnung ist dann durchaus, durchaus einfach, ohne jetzt technisch natürlich auf den Layer runterzusteigen. Ja. Gut, danke. Es gibt noch eine andere spannende Frage, nämlich die sozusagen, ob es Lösungen von anderen Banken gibt, die du gerne hättest, respektive nicht sozusagen nicht eine eigene Lösung verkaufen, sondern von einer Bank etwas beziehen. Also ich glaube auch da, ja, ich glaube, auch da gäbe es ein oder andere Beispiel, wo ich sehr gern offen wäre eigentlich als Bank, weil ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass man von sich selber behaupten muss, man hat die differenzierendste Kundenschnittstelle im digitalen Umfeld. Selbstverständlich muss sie attraktiv sein und attraktiv bleiben. Es gab tatsächlich einen Anwendungsfall, wo wir vor anderthalb Jahren mal diskutiert haben, aber die Bank auf der anderen Seite hat dann gesagt nein, und insofern haben wir dann selber investieren müssen, ohne jetzt Namen zu nennen. Das heißt, es gibt schon so Beispiele, aber ich glaube, zum Schluss, oder, kommt es auf die gleiche Frage und Antwort drauf zurück, die du mir vor uns gestellt hast. Nicht nur wer dann die andere Bank und wir bereit. Ich glaube, da kann man sich durchaus finden und ich glaube, ist auch die Zeit jetzt uns Momentum für stärkere Kooperationen, sondern was braucht es, um beispielsweise die Lösung überhaupt möglich zu machen, dass man sich öffnet, also eben zu produktisieren, mandantenfähig zu machen, etc. und dann eben über ein OBH nach draußen zu stellen oder über jeden anderen Hub. Ich glaube, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und wer ist bereit, dann die Investition dafür zu tragen? Macht das quasi die Drittbank? Teilt man sich das dann? Die Fragen sind eben auch noch nicht geklärt. Vielleicht ist es auch ein Partner dazwischen, jemand, der praktisch die Software und Produktkenntnisse mitbringt und sagt, ich tue das und dann über Royalties sozusagen wieder abdeckt. Das könnte eine Rolle sein, über die auch mal nachgedacht werden kann. Ja, absolut. Es gibt noch eine weitere Frage, die ich spannend finde, nämlich die, wie sieht deiner Meinung nach das Open Finance Ökosystem der Schweiz in einigen Jahren aus? In welche Richtung entwickelt sich das weiter? Also ich glaube, dass es eben verschiedene Hubs zu dem Zeitpunkt gibt. Ich glaube auch, dass eine ganze Reihe von Banken sich bis zu dem Zeitpunkt entschieden haben, entweder eben so eine eigene API-Plattform zu implementieren oder auf eine Standardlösung zu gehen, um überhaupt die Bereitschaft technischer Art zu haben, sich nach außen hin zu öffnen. Ich glaube, dass die ersten Anwendungsfälle, mag das jetzt quasi die wir schon kennen im Online-Buchhaltungsumfeld oder eben im EVV-Kontext, sich wirklich etabliert haben und man dann eigentlich auch sieht, dass es ökonomisch sinnvoll ist, das zu tun.
und nicht nur von der Überzeugung, dass es attraktiv für den Endkunden vielleicht ist, sondern auch sich ökonomisch für alle Beteiligten rechnet. Ich glaube auch, dass wir erste Use Cases sehen werden, wo so individuelle Integrationen passieren, wo wir zuletzt drüber gesprochen haben, wo man vielleicht als Bank das bereitstellt, dass man von einer anderen Bank oder von einem Fintech das bezieht und die eigene Kundenschnittstelle offeriert. Ich glaube auch, dass es Lösungen gibt, wo wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die dann über solche Hubs bereitgestellt werden, beispielsweise im Wohnen, im Vorsorgen etc. von kleinen Rechnern und Tools bis hin vielleicht zu größeren Lösungen in Bezug auf Digitalisierung von Immobilien etc. Da könnte ich mir gut vorstellen. Die Arillis-Frage in der Form ist wiederum zurückkommend auf das Thema Privatkunden, glaube ich, weil das eine der strategisch anspruchsvollsten Fragen ist, wann und wie, oder? Und ich habe in den vergangenen Jahren ein paar Mal die Prophezeiung gemacht, da kommt in 2 Jahren oder da kommt erst in 5 Jahren. Manchmal bin ich falsch gelegen, manchmal richtig. Insofern hätte ich jetzt nicht gesagt, ist das jetzt in 5 Jahren schon da? Ich würde die Frage eher so beantworten, es stellt sich nicht die Frage des Ob. Ich glaube, das kommt. Eher so die Frage des Wann und des Wies. 5 Jahren wahrscheinlich schon, in 2 Jahren vielleicht noch nicht. Es gibt eine Frage aus Sicht der Fintechs, die ich noch recht spannend finde. Die sagen, Learning sozusagen aus zum Beispiel dem deutschen Markt, wo wir ja jetzt eine Richtlinie haben, PSD2, man über Standardisierung spricht und feststellt, die Fintechs sind massiv gefordert, vielleicht sogar überfordert, im Sinne, jede Bank mit ihrer eigenen Technologie, ihre eigenen Vorgaben, zum Beispiel an Authentifizierung, an Flows sozusagen, die zu entwickeln sind, also von Standardisierung keine Spur und massive Integrationsaufwände pro Kunde. Und da ist ja genau der Vorteil, glaube ich, wo sich eine marktliche Entwicklung, wie wir sie jetzt in der Schweiz sehen, eben dem positiv entgegenwirken kann. Das wäre der Hub eigentlich. Ja. Genau, und das ist mehr oder weniger jetzt dann die verschiedenen Hubs, die sich beginnen zu entwickeln. Weil Beispiel jetzt in dem Kontext Open Wealth ist es ja für uns eigentlich die SIX und mit der B-Link-Lösung, die einerseits sicherstellt, dass ich mich als Portfolio-Management-System nur einmal gegenüber der SIX das Onboarding machen muss, mit Verträgen, mit technischen Prüfungen, aber auch mehr oder weniger die Authentisierung dann an einer Stelle gelöst ist. Jetzt bei uns ist es dann mehrstufig, bei euch und bei der SIX, aber aus Sicht vom PMS ist es an einer Stelle. Und dann habe ich quasi mehrere Banken dahinter. Ich glaube, eben da genau ist der Vorteil von dem, wo wir jetzt als Entwicklung sehen. Und da ist der Nachteil von dem, wie man es in der EU gemacht hat, den man einfach eine Regulatorik vorgeschrieben hat, ohne zu sagen, wie man sich eigentlich dort im Markt entwickeln sollte. Da freut mich sehr. Das ist, glaube ich, auch ein guter Abschluss, weil es einfach die Bedeutung, glaube ich, des Hubs nicht nur für die Banken, sondern auch für die angebundenen Unternehmen und Fintechs aufzeigt. Falk, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deinen Beitrag, die tolle Diskussion, dass du überhaupt gekommen bist in aktuellen Corona-Zeiten, nicht ganz selbstverständlich. Wir haben uns alle vorgängig getestet und sind 3-mal geimpft. Vielleicht darf ich das noch kurz dazufügen. Also nochmal vielen, vielen Dank. Mir bleibt eigentlich zum Schluss nur noch darauf hinzuweisen, dass wir dieses Forum nun mehrfach durchführen wollen. Irgendwann, wenn wir wieder dürfen, auch gerne wieder live und dann an einem Freitag. Das nächste Forum findet am 5. April statt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder zahlreich dabei sein würden und hoffe, dass es Ihnen heute gefallen hat. Das Thema beim nächsten Mal ist, wen wundert, Sustainability. Auch, denke ich, ein momentan ziemlich allgegenwärtiges Thema mit spannenden Referenten. Ich freue mich drauf, bedanke mich bei allen, die dabei waren und wünsche einen erfolgreichen Mittwoch.